Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, Mein wir waren Herr, ich jetzt. schmeiß dich sofort in die Zelle. Was ist sein Problem? Ich weiß nicht, was dessen Problem ist. Oh, gibt's neue Das Nachrichten? Galactic Banking Consortium blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. In den Kundenzufriedenheitsumfragen rangiert die Galbank erneut in den Top 3. Okay, immer noch nichts Neues. Auf jeden Fall, wir waren in der letzten Folge Was? sehr lange hier in Neon gewesen. Ich wollte jetzt fast Korinnes sagen, aber ja, ich bin momentan sehr viel auch an Gothic am Aufnehmen. Und ja, eigentlich will ich hier mal die kleinen Quests mal machen. Vielleicht können wir auch mal eine davon machen. So. Komm, Altair waren wir bisher noch nicht. Altair gefällt mir auch vom Namen her. Und da möchte ich Sarah gerne mal mitnehmen. Dann gehen wir mal dahin und schauen mal an, was da gibt. Vor allem, wir haben ja jetzt auch ein neues Schiff. Seit ein paar Folgen. Und ich möchte damit ein bisschen mehr, auch ein bisschen Action erleben, sagen wir mal so. Warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Nö. Das wird dann jetzt quasi eine Nebenquest von der Hauptquest, keine Ahnung. Also mit der Hauptquest zusammenhängende Nebenquest, die ich jetzt mal machen wollen würde und dann direkt danach wieder ein paar normale. Ja, normale Nebenquests machen. Aber Jetzt geht's da. los. Ja, Sarah, jetzt geht's los. Aber da würde ich dann auch gerne mal eine neue Fähigkeit erlernen, auf jeden Fall. Die wir eigentlich eh nicht benutzen, hier die oben. Antigravitationsfeld. Aber dann hätten wir noch einen mehr davon. Dein Schiff ist größer als das von Papa. Das höre ich öfters. Nee, das ist ein Kind, das darf ich nicht sagen. Verdammt, bitte cancelt mich nicht deswegen. Obwohl, die wird das eh nicht verstehen, was ich gesagt habe. Oder was sie meine. Bereit zum Start in 3, 2, 1, los! Und los! Ja, ist auch mittlerweile nicht mehr so besonders, der Ausblick. Sind ja halt nur Sterne. Obwohl können eigentlich. Ja, okay, irgendwann hat man sich ja dran gewöhnt, aber wenn man das in Real Life Ich finde, erleben hast würde. du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cora. Ja, ich will mit den Kämpfen genauso eine gute Kugel und ein Handy für dich. Du leistest richtig tolle Arbeit, Kleiner. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Was hältst du von einem neuen Outfit bei unserer nächsten Landung? Wieso? Ich mag meine Sachen. Aber vielleicht Hast ein du neues vielleicht kurz Buch? Zeit? Unbekanntes Schiff? Danke für die Antwort. Wir wenden uns wegen der Garantieverlängerung deines Schiffes an dich. Deine Garantie ist abgelaufen oder wird es bald? Aufgrund der Was? unsicheren politischen Lage in den besiedelten Systemen wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Garantie deines Schiffes zu verlängern oder eine neue zu erwerben, falls du keine hast. Was? Nein, danke. Offenbar bist du nicht daran interessiert, mehr zu hören. Sehr schade. Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal bei dir melden. Danke. Was für Garantie für mein Schiff? Hauen die jetzt ab? Wer? Bestimmt einfach irgendwelche Scammer. So, Scanner-Anomalie, da will ich hin. Da will ich landen. Jetzt bin ich neugierig, was da jetzt für eine Fähigkeit auf uns zukommt. Ich will es wissen. Und diesmal nehmen wir ja die Sarah mit.
Da wir das alles mal miterleben. Landeplatz ist frei. Landefreigabe. Boah, das ist auch ein cooler Planet. So ein Wüstenplanet? Vorsicht mit dem Anzug. Ein Loch und du bist erledigt. Ja, okay. Wo müssen wir hin? Planetenzustand, extreme Umgebungskälte. Hier ist es kalt? Minus 56 Grad, okay. So, jetzt ist die Frage, wo zeigt die Anomalie hin? Da, in die Richtung müssen wir. Da sind die Verzerrungen, da will ich hin. Ne, ich wollte scannen. Blei gibt's hier. Nice. 5 Ressourcen gibt's hier auch noch. Okay. Könnte es auch das sein? Das sieht. Was ist denn das eigentlich? Ich glaube, es ist schon das da. Weil es da irgendwie stärker wird. In diese Richtung. Es könnte das sein. Und es sieht auch schon geil aus. Also, wie so ein Tempel. Jo, das ist es wirklich. Das ist es wirklich. Dann gehen wir dahin. Sarah? Sarah ist da. Wir müssen für sie auch noch so eine Rüstung holen, wie wir hier haben. Tempel Beta. Welche Technologie die Sternenblüter besitzen müssen, um so etwas zu bauen. Ja. Hier ist auch schon direkt der Eingang. Ich will das aber mal von oben sehen. Komm, Sarah, gehen wir mal noch nach oben, ja? Nein, komm. So, oben lang. Vor allem, wie krass rot eigentlich hier die Steine sind. Die Temperatur ist extrem niedrig. So, einmal kurz abwarten, bis es aufgeladen ist. Unser Jetpack. Dann mal gucken, gehen wir mal hier hoch. Okay. Weil sich andauernd bewegt, müssen wir hier wahrscheinlich hoch. Ah, okay. So, nochmal kurz aufladen und dann will ich da hoch. Das wäre der nächste. Komm. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Boah. Fast runtergefallen. Aber wir kommen da hoch. Oder hier hoch. Aber da vorne ist ja auch noch eine Siedlung. Nee, höher kommen wir gerade nicht. Nicht damit. Zumindest nicht da hoch. Keine Ahnung, wo Sarah gerade ist. Irgendwo noch unten. So. Jetzt die Frage, kommen wir noch höher? Es wird auf jeden Fall dunkel. Ne, hier kommen wir nicht noch höher. Autsch.
Oh, hi Sarah. Egal, gehen wir runter. Jetzt sehe ich nichts. Alter, geht das hier aber schnell dunkel. Ich sehe nichts. Die Sternblüter würde ich wirklich gerne mal ein bisschen besser kennenlernen, sagen wir mal so. Ich will wissen, was die sind, was die machen, was die vorhaben. So. Wo war der Eingang? Ich glaube hier. Nee. Wo war der Eingang? Verdammt, jetzt habe ich den Eingang verloren. Wohl, ne, hier. Da ist das Ding, wo wir hochgegangen sind. Da muss das hier irgendwo sein. Was ist denn das? Hier haben wir Wasser. So, kann ich den jetzt... So. Jetzt haben wir Wasser gefunden. Und da ist der Eingang. So, es öffnet sich. Geil. Tempel Beta. Gehen wir rein. Ah, bestimmt wieder dasselbe Rätsel. So, wo ist das andere? Da. Da ist das nächste. Da oben ist das nächste. Also geht wieder von vorne los. Komm. Das muss man immer ganz schnell machen. Wieder da oben. Komm. So, und dann rein da. Nice. Was? Hüter Beta? Wir werden jetzt angegriffen? Du hast eine Quantum-Essenz, Frank. Was?
Ich habe eine Quantum-Essenz erhalten. Hat das was hiermit zu tun? Quantum-Essenz benutzen. Erhöht 60 Sekunden lang das Sternenkraft-Regenerationstempo. Kosten 25 Energie, insgesamt 60 Energie. Das ist ein Stoß an Schwerkraft frei, der stark genug ist, um fast alles und jeden wegzukatapultieren. Diese Macht ist unglaublich. Sarah? Okay, sie hat es widerstanden. Hey. Die hat nichts Neues. Die hat nichts Neues. Ich finde schade, dass wir den jetzt aber nicht looten konnten, den Sternblüter. So, da hatten wir aber geparkt. Wie lange ist jetzt noch dieses Leuchten bei mir? Und gucke ich noch mal hier, was könnten wir noch machen? Wir geben ihn ein Paradiso, komm. Wo ist Paradiso? Da waren wir ja nicht. Paradiso ist ein Porima. Okay. Lass mal dahin. Paradiso möchte ich mal hin. Klingt schon geil. Sarah? Da ist sie. Wo war nochmal der Eingang meines Schiffs? Vorne. Jetzt will ich wissen, was dort ist. Aber wir waren jetzt zumindest wieder einmal in Altair. Kommt direkt im Cockpit. Setzen wir uns direkt hin. Und heben direkt ab. Ich hoffe, du hast deinen Aufenthalt genossen. Aber jetzt weg. Ja, genossen kann man so sagen. Wir wurden halt noch angegriffen, aber jetzt will ich wissen, werden wir jetzt nochmal angegriffen wir sind von... im stabilen Orbit. Wir könnten ewig hier bleiben. Naja, eine Weile. Ah, da ist wieder unbekanntes Schiff. So, auf nach Horima. Komm, fahr, ja. Geht los. Wo will ich eigentlich wissen, wie sich... Der Security Chief von Paradiso. Entschuldige, dass ich dich über diesen Notkanal kontaktiere, aber wir brauchen Hilfe wegen des großen Schiffs im Orbit und möchten diese Angelegenheit gerne diskret regeln. Falls du uns helfen kannst und willst, komm bitte möglichst schnell ins Sicherheitsbüro von Paradiso. Ende der Durchsage. Okay. Unidentifiziertes Schiff. Hallo, hier spricht Max Deus.
Das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Docken wir mal an. Was ist denn das für ein Schiff? Andockvorgang abgeschlossen. Ich steig mal so aus und geh da hoch. Ist schön unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal etwas eng. Brauchst du was? Was gibt es? Bisher nichts. So, komm, hier gehen wir mal hoch. Jetzt will ich wissen, was das ist, wo das... Was da gibt's? Ich bin jetzt neugierig, also unidentifiziertes Schiff. Sprich mit Captain des Schiffs. Du bist ein Mensch? Natürlich bin ich ein Mensch. Ich nehme an, du hattest etwas anderes erwartet. Wir hatten nicht erwartet, auf Leben zu stoßen. Schon gar nicht auf Menschliches. Wir dachten, außer uns hätte niemand die Erde verlassen. Schrecklich, der Gedanke, so lange von der Menschheit abgeschnitten zu sein. Beängstigend. Wollen wir unsere Gäste nicht begrüßen? Natürlich, meine Manieren. Ich bin Captain Diana Breckenridge. Das ist Security Officer Bomani Reeder. Und das ist Dr. Mabuti da Costa, einer unserer Ältesten. Ist mir ein Vergnügen. Ich bin Maxeus und ich bin hier, um zu helfen. Lass mich raten, du wirst mich gleich um einen Riesengefallen bitten. Was ist das für ein Schiff? Du befindest dich auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Wir sind vor vielen Generationen vom Planeten Erde aufgebrochen, um eine neue, bewohnbare Welt zu kolonisieren, im Geiste unserer Ahnen vor fast 1000 Jahren. Ich bin Max Dios und ich bin hier, um zu helfen. Wie du vielleicht erahnt hast, sitzen wir etwas in der Klemme. Als unser Schiff nach fast 200 Jahren endlich ankam, war unsere neue Heimat bereits kolonisiert worden. Von... nun, das wissen wir nicht. Alle Kommunikationsversuche waren vergeblich, du kommst daher gerade recht. Vielleicht könntest du vermitteln, zwischen uns und, nun ja, den anderen. Tja, diese anderen sind Menschen und sie waren zuerst hier. Ich will ehrlich sein, das hat ziemlich viel verlangt. Unglaublich, 200 Jahre? Warum hat die Reise so lange gedauert? Ah, deine Frage bestätigt eine unserer jüngsten Theorien. Offenbar wurde während unserer langen Reise eine Überlichtgeschwindigkeitstechnik oder eine raumkrümmende Technik erfunden. Das würde erklären, warum wir so weit draußen im All auf Menschen treffen. Die Technologie hat uns irgendwann überholt. Interessant. Ich kann nur mutmaßen, dass unsere Ahnen dachten, die Technologie würde nie funktionieren. Deswegen haben sie wohl entschieden, aufzubrechen. Okay, ihr wisst also von den Menschen auf der Oberfläche? Ja. Naja, quasi. Wir haben dank unserer Ausrüstung Gebäude gesehen. Und es sind immer wieder Schiffe vorbeigekommen. Manche wollten sogar kommunizieren, aber vergeblich. Wir wussten natürlich nicht, dass sie von Menschen geflogen werden. So, wie habt ihr 200 Jahre lang überlebt? Das fragen wir auch. Kurze Antwort, gar nicht. Es ist ein Generationenschiff. Die meisten haben ein langes, glückliches Leben an Bord geführt und die Mission an ihre Kinder weitergegeben. Es war nie beabsichtigt, dass die ursprüngliche Crew unser Ziel erreicht. Es ging im Grunde immer nur darum, das Überleben der Menschheit zu sichern. Wobei... das wohl ein wenig anmaßend war, wie wir nun wissen. Ihr konntet nicht kommunizieren? Warum? Das fragen wir auch. Das wissen wir nicht genau. Unsere Techniker vermuten, dass unsere Technologie einfach nicht kompatibel mit ihrer ist. Wenn wir mit jemandem kommunizieren, hören wir nur sehr verstörende Geräusche. Am Anfang hat mir das Angst gemacht. Ich würde gerne mehr erfahren, aber vielleicht sollten wir erst aus dieser Luftschleuse raus. Oh ja, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Also dann, kommt bitte mit. Wir müssen erstmal einiges besprechen. Dazu gehen wir auf die Kommandobrücke. Dr. Da Costa, du kannst in dein Quartier zurückkehren. Breckenridge. Danke. Ich folge dir auf die Brücke. Aus Sicherheit.
Sicherheitsgründen. Ich glaube, wir haben von unserem Gast nichts zu befürchten, aber wenn du darauf bestehst. Willkommen auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Anfang der 2100er Jahre hat mein Vorfahr Rupert Breckenridge eine Reihe wissenschaftlicher Szenarien erforscht. Klimawandel, Asteroideneinschlag, Atomkrieg, globale Pandemie und mehr. Alle Szenarien haben ein Massenaussterben innerhalb der nächsten 50 Jahre vorhergesagt. Er war überzeugt, dass die Erde unbewohnbar werden würde. Und wir dachten, dass genau das geschehen ist. Für den Umgang mit der Erde und außerhalb des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Alter, labern die doch viel! Und Kurs auf diesen Planeten gesetzt. Das Schiff war damals das größte, fortschrittlichste Schiff, das je auf der Erde gebaut wurde. Ganze Generationen wurden auf diesem Schiff geboren, haben hier gelebt und sind hier gestorben. Der Beweis, dass die menschliche Genialität und Hartnäckigkeit keine Grenzen kennen. Bitte, mach keinen Ärger. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund. Es ist ein Wunder, dass das Schiff mit derart veralteter Technologie überhaupt navigieren konnte. Ich komme mir vor wie in einem Museum. Captain Diana Breckenridge? Ich weiß nicht, dass hier jemand ist. Aber ich freue mich darüber. Wie geht es deiner Crew? Alle sind durcheinander, wie du dir vorstellen kannst. Verwirrt, weil wir nicht alleine sind. Und auch besorgt, wie es jetzt wohl weitergeht. Wir hoffen zwar, dass wir mit den Menschen auf der Oberfläche zu einer Einigung kommen, aber sie scheinen etwas zögerlich zu sein, also wer weiß. Ich weiß nur, dass wir nicht ewig hier im Orbit bleiben können. Das Schiff wurde gebaut, um uns jahrelang am Leben halten zu können. Mit reichlich Backup-Systemen. Aber auch das hat irgendwann ein Ende. Wie lange bist du schon Captain? Es sind jetzt 6 Jahre. Ich war noch ein Teenager, als mein Vater gestorben ist und mir das Amt vererbt hat. Das ist Tradition. Deswegen war quasi alles learning by doing. Ich konnte nicht wie vorgesehen jahrelang vom vorherigen Captain angelernt werden. Ich glaube, manche auf dem Schiff sind etwas angefressen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe wie meine Vorgänger. Andererseits hätten wir es ohne meine Führung wohl nicht so schnell hergeschafft. Ist es schwierig, Captain eines Kolonistenschiffs zu sein? Das ist das falsche Wort. Es kann herausfordernd sein, aber auch aufregend. Wir sollten die Menschheit auf einer fernen Welt neu aufbauen. Wir dachten, wir wären die letzte Hoffnung. Es saß immer ein Breckenridge auf dem Stuhl des Captains. Aber dass ausgerechnet ich jetzt die letzte Etappe der Reise leite, ist wirklich berauschend. Da nun aber im letzten Augenblick dieses Hindernis vor uns liegt, sind wohl schwierige Entscheidungen nötig. Klingt, als könnt ihr wirklich Hilfe gebrauchen. Naja, wie schon gesagt, alle unsere Kommunikationsversuche sind gescheitert, bis du aufgetaucht bist. Aber versucht haben wir es. Aber wenn du schon fragst, vielleicht könntest du als diplomatischer Kanal zwischen uns und ihnen dienen, damit wir eine Lösung finden. Wäre das für dich akzeptabel? Was stimmt mit eurem Comm-System nicht? Das möchte ich jetzt wissen. Unsere Ausrüstung ist vermutlich völlig veraltet, verglichen mit dem, was jetzt alle haben. Ehrlich gesagt hatten wir nicht erwartet, überhaupt jemanden zu erreichen. Unsere Comm ist nicht sehr robust, das schränkt unsere Optionen ein. Wir haben es sogar mit Licht- und Schallsignalen versucht, wie in einem dieser alten Filme. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert hat. Möglicherweise hat es sie sogar ungewollt aufgeschreckt. Ja komm, ich helfe gerne. Wir wissen, also, dass unten auf dem Planeten eine Siedlung ist und jemand vor uns dort war. Wir beabsichtigen, diesen Planeten zu besiedeln. Aber da sie schon hier sind, werden sie ihren Anspruch verteidigen wollen. Wir möchten, dass du uns vertrittst und uns hilfst, eine Lösung auszuhandeln, die im Idealfall uns begünstigt? Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse. Wie konnten andere diesen Planeten besiedeln, wenn ihr ihn schon beansprucht habt? Warum sucht ihr euch nicht einfach einen anderen Planeten? Das frage ich mal. Auf Grundlage der Daten, die unsere Vorfahren zum Beginn dieses Projekts hatten, wurde dieser Planet als perfekte neue Heimat auserwählt. Selbst wenn wir eine passende Alternative hätten, kämen wir mangels Ressourcen niemals dort an. Die Reise hierher hat schon 200 Jahre gedauert. Unsere Leute wollen nicht weiter durch das Sternenmeer treiben, wenn ihre Kinder am Ende auf einem minderwertigen Planeten leben müssen. Und wie konnten andere diesen Planeten besiedeln? Als wir die Erde verließen, gab es im tiefen All noch keine beanspruchten Planeten. Wir nahmen an, dass niemand außer uns eine generationsübergreifende Reise antreten würde und eine förmliche Beanspruchung daher nicht nötig wäre. Mein Vorfahr Rupert Breckenridge hatte damals aber beantragt,
dass die erste Kolonie dieses Planeten New Jamestown heißen sollte. Seinen Aufzeichnungen zufolge nahm ihn bei der Antragstellung niemand ernst. Der Antrag wurde also entweder ignoriert oder er ging irgendwann verloren. Da die Menschheit damals nicht daran interessiert war, die Weiten des Alls zu besiedeln, hätte das kein Problem sein sollen. Aber es kam dann eben doch anders. Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse, das stimmt. Ja, natürlich. Aber wir müssen unsere Ziele von Anfang an mit Nachdruck vertreten. Falls nötig, können wir auch Kompromisse eingehen, eine gute Lösung für alle finden. Aber unsere Ausgangsposition ist, dass sie den Planeten uns überlassen sollen. Mach ihnen das klar. Gib mir Bescheid, wie sie reagieren, dann sehen wir weiter. Okay, aber keine Garantie, dass ich sie überzeugen kann. Prima 2 ist riesig. Warum besiedelt ihr nicht die andere Seite, fern von den anderen? Daran haben wir auch gedacht, aber das funktioniert nicht. Wieso? Ich muss die Zukunft unserer Leute im Blick haben. Die erste Siedlung mag ja klein sein, aber unsere Vorgänger wollten, dass sich unsere Zivilisation auf dem Planeten ausbreitet. Das wird schwierig, wenn jemand anderes das Gleiche vorhat. Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd, aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Hä? Das sind riesige Planeten. Auf der Erde haben wir es doch auch geschafft. Warum sollten wir das bei dem Planeten jetzt nicht gehen, hä? Okay, ich gebe keine Garantie, dass ich sie überzeugen kann, aber ich versuch's. Aber, man gibt doch nicht auf, bevor man es versucht hat. Danke und viel Glück. Was ist so schwer daran, einen ganzen Planeten neu zu besiedeln? Guck mal, wie wenig die sind. Wie wollen die allein einen ganzen Planeten innerhalb von, keine Ahnung, wie vielen Jahren? Wie wollen die das eigentlich alleine so? Die werden Jahrhunderte brauchen, um einen ganzen Planeten alleine zu besiedeln. Oh, was haben wir hier? Alter, hier haben die einen riesen Garten. Und hier kriegen die also Sauerstoff. Ja, aber guck mal, die hatten auch den ganzen Planeten hier. Die hatten das ganze Schiff hier. Über 200 Jahre quasi haben auch nicht geschafft, das zu übermannen. Wie wollen die das dann schaffen mit dem ganzen Planeten? Wo geht's denn raus? So, diesen Weg. Hier. Okay, hier geht's runter. Hier geht's raus. Also. Wedel nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion. Ich hab nicht vor, damit rumzuwedeln, fuchteln. Wir gehen mal direkt in den Cockpit und fliegen mal runter zu Porima nach Paradiso. Abdocken. Aber ich will mir mal das Schiff einmal richtig ansehen von denen. Sieht definitiv so aus, wie man Raumschiffe heute bauen würde, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten. Meinst eher so ein bisschen anders. Okay, nach Paradiso landen wir da mal. Und quatschen mal mit denen. Das finde ich jetzt interessant. So 200 Jahre? Und die wollen einen ganzen Planeten für sich beanspruchen. Die werden Jahrhunderte brauchen. So, Paradiso entdeckt, nice. Schwerkraft 1,4, Temperatur 32 Grad. Oh. Paradiso sieht. Sieht auch nicht schlecht aus. So, warte, haben wir eine Quest aktiv hier oben? Nein. Erst Kontakt, sprich mit Chizugiyama. Hatten wir hier auch noch was?
Nope. So, Sugiyama, wo haben wir da drinne? Kann ich hier einfach so rein? Muss ich hier wahrscheinlich rein, ne? Da ist Sugiyama. Hi. Nein, nicht mit Sarah, ich will mit Sugiyama reden. Herzlich willkommen. Jiro Sugiyama, stets zu Diensten. Hast du Bedenken bezüglich der Sicherheit? Oder kann ich sonst etwas für dich tun? Du scheinst genau der Typ zu sein, den ich suche. Ist die Paradiso Security mit den UC oder dem Freestar Collector verbunden? Mit welcher Art Ärger hat man es in einem Resort zu tun? Ehrlich gesagt ist das meistens nicht so aufregend, wie man denkt. Wir haben hauptsächlich mit Betrunkenen zu tun, die sich daneben benehmen. Sogar Piraten lassen uns meistens in Frieden. Ich glaube, weil manche von ihnen hier Urlaub machen. Solange sie niemanden belästigen, sollen wir sie einfach wie normale Gäste behandeln. Ah, okay. Weder noch. Wir sind eine eigene Organisation. Die Paradiso Group zahlt gut für erstklassige Security. In aller Bescheidenheit, wir sind die Besten. Müssen wir hier draußen am Rand der besiedelten Systeme auch sein. Mhm. Du scheinst genau der Typ zu sein, den ich suche übrigens. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin wegen eures Notrufs hier. Ich bin hier, um das Schiff im Orbit zu vertreten. Die ESC Constant. Ich mache erstmal hier Notruf. Ah, okay. Dann kommen wir gleich zur Sache. Wie du dir vorstellen kannst, haben wir ein Problem. Unter normalen Umständen würden wir keine externe Hilfe anfordern. Aber unsere Gäste dürfen wegen dieser Angelegenheit nicht in Sorge geraten. Wir müssen daher äußerst diskret vorgehen. Falls du das nicht schaffst, könnte es schwerwiegende Folgen haben. Schwörst du also, mit niemandem darüber zu reden, falls du nicht die explizite Anweisung dazu erhältst? Ja, ist okay. Mach schon und sag mir, was ich tun soll. Ich muss darüber nachdenken. Ich gebe dir dann Bescheid. Ihr gehört nicht zum UC oder Freestyle-Rechtsraum. Wie schlimm kann die Strafe schon sein? Stimmt, sind wir nicht. Weshalb wir nur an unsere eigenen Gesetze gebunden sind. Mit anderen Worten, unser System, unsere Regeln. Weder die UC noch das Freestar Collective können dir helfen, wenn du hier Probleme bekommst. Zu Vanguard gehört ihr auch nicht. Ist okay. Mach schon und sag mir, was ich tun soll. Ich weiß, du willst sofort loslegen. Aber wenn du die Angelegenheit nicht ernst nimmst, sehe ich Probleme in deiner Zukunft. Vor kurzem ist ein merkwürdiges und gigantisches Schiff vor Porima aufgetaucht. Es befindet sich im Orbit unseres Planeten. Bisher scheint es nicht feindselig zu sein. Aber alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Wir wissen also nicht, was das Schiff will. Es sind Kolonisten von der Erde. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie wollen, dass ich sie vertrete. Es sind nur Kolonisten, nichts, wovor man sich fürchten müsste. Sie sind Kolonisten und ich will ihnen helfen, sich hier niederzulassen. Das Schiff ist voller Clowns. Sie glauben, sie hätten hier Besitzansprüche. Nur das Verstehe. Erste. Okay. Wenn du sie vertrittst, dann solltest du direkt mit dem Vorstandsvorsitzenden der Paradiso Group sprechen, Oliver Campbell. Er trifft hier alle offiziellen Entscheidungen. Ich gebe dir Bescheid, dass du kommst. Okay, wo muss ich hin? Dahin. Okay. Das ist keine Tür. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nach draußen. Boah, aber hier? Hier würde ich auch gerne bleiben wollen. Ein Paradiso. Und hier irgendwie... Alter, die haben einen richtig geilen Strand hier. Kann ich einen Außenposten bauen? Ich kann hier keinen bauen, weil ich nicht die Anforderung dafür habe. Wie, für was? Extreme Umgebungsbedingungen? Was sind hier bitte für extreme Umgebungsbedingungen? Aber ich würde hier auch gerne... Alter, ist doch geil hier. Der Strand, der Sand, der Klang des Ozeans. Oh, das ist wunderbar. Das ist kein Ozean.
Das ist eher ein See. Ich würde sagen, das ist ein See und kein Ozean. Sarah, ich baue uns hier ein Haus, ja? Ist schon geil hier. So, aber okay, wir gehen mal weiter. Ist das eine Treppe? Das ist eine Treppe. Kann ich hier rein? Ich darf hier rein. Wem gehört denn die Hütte? Sarah, kommst du? Das ist wirklich eine hübsche Hütte. Also hier würde ich schon gern bleiben wollen. Sommer, Sonne, 32 Grad haben ich hier. So, hier muss ich hin, ne? Ich hoffe, du fühlst dich bei uns wohl. Also bisher beschwere ich mich nicht. Das glaube ich. Was? Chefetage. Ja, ja, Sarah. Definitiv. So, darf ich da einfach so... Du kannst hier nicht einfach reinstürmen. Hast du einen Termin? Gewissermaßen schon, ja. Ihr habt ein Schiff im Orbit und ich will helfen. Ich bin wegen einer wichtigen Angelegenheit hier. Weißt du nicht, wer ich bin? Brauche ich wirklich einen? Ah, komm, wir sagen das. Dann warten schon alle auf dich. Auf mich? Brauchst du noch etwas von mir, bevor du dich mit dem Vorstand triffst? Einen Kaffee hätte ich gern. Wie gefällt es dir, für die Paradiso Group zu arbeiten? Wie haben die Leute hier reagiert, als die ESC Constant auftauchte? Was kannst du mir über die Vorstandsmitglieder sagen? Das würde ich gern wissen. So einiges, wofür ich richtig Ärger kriegen würde. Die meisten sind typische C-Level-Manager. Da brauchst du deine Fantasie nicht groß anzustrengen. Jedenfalls die, die jeden Tag zur Arbeit kommen. Manchen bin ich ungelogen noch nie begegnet, weil sie den ganzen Tag nur in ihren Privatvillen am Strand abhängen. Bei Oliver musst du jedenfalls aufpassen. Der kriegt, was er will, ohne dass du es überhaupt merkst. Mehr sage ich nicht. Wie haben die Leute hier reagiert, als die ESC auftauchte? Die Leute hier waren ziemlich geschockt, verständlicherweise. Es sah so anders aus und ist so riesig. Wir dachten wirklich, eine unbekannte Macht will uns angreifen. Aber dann ist nichts passiert. Es war einfach da und niemand konnte mit ihm kommunizieren. Und wir haben uns sehr bemüht, die Resortgäste nicht zu beunruhigen. Der Vorstand fand, das wäre schlecht fürs Geschäft. Wie gefällt es dir, hier zu arbeiten? Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber als Executive Assistant des Paradiso-Vorstands habe ich einen sehr stressigen Job. Ich muss für sämtliche Manager die Termine koordinieren und ihre Launen jonglieren. Du kannst es dir ja vorstellen. Aber die Bezahlung ist gut und ich wohne in einer hübschen Executive Suite. Es ist also nicht alles schlecht. Kostenlose Nutzung aller Einrichtungen nach Feierabend hilft auch. Okay, dann bin ich jetzt bereit reinzugehen. Dann viel Spaß im Haifischbecken. Und keine Sorge, sie nennen es selber so. Wir versuchen den Gästen. Ich wollte schon sagen, warum ist er auf allen Vieren? So, okay, gehen wir rein. Mit denen muss ich reden. Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren. Da draußen gibt es Millionen anderer Planeten. Oliver Campbell. Die Resort-Einrichtung. Valam Khan. Genau das, was uns von wer ist sie? Sie sind sogar das Einzige, was wir Simak Chamchi. Ich will aber nicht riskieren, dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie Neon wirken. Was wir sind davon, anders. Hier drin wir haben hier etwas Besonderes. Konzentrieren wir uns darauf. So, mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. Jiro sagt, du kommst in diplomatischer Mission? Herzlich ja. Willkommen. Normalerweise würde ich dir ja erstmal einen All-Inclusive-Aufenthalt anbieten. In Anbetracht der Umstände komme ich einfach direkt auf den Punkt. Unsere Freunde, die Aliens da oben, bereiten unserem Resort alle möglichen Probleme. Na? Gefällt dir das?
ist von unserem Marketing-Team. Die Idee ist die, falls wir sie nicht loswerden, könnten sie noch mehr Touristen anlocken. Kommt und erlebt die Aliens. kommen wir einfach direkt zu widerlich. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Klar, meinetwegen, absolut genial. Darauf fällt auch im Leben niemand rein. Warum denn die Dringlichkeit bei dieser Sache? Kommen wir einfach direkt zur Sache. Ah, jemand, der Klartext redet. Das gefällt mir. Okay, also, was weißt du über dieses komische Schiff da oben? Wieso ist seine Stimme jetzt auf einmal so komisch geworden? Es ist ein klappriges, erdzeitiges Schiff voller Kolonisten, die glauben, dein Planet gehöre ihnen. Es sind Kolonisten, die sich nach 200 Jahren endlich niederlassen wollen. Das lässt sich ausnutzen. Was, wenn es tatsächlich ein Alien-Mutterschiff wäre, das diesen Planeten zerstört? Ja, komm, wir sind ehrlich. Und er ist ja Geschäftsmann. Vielleicht können wir das so deichseln. Wunderbar. Dann sitzen wir eindeutig am längeren Hebel. Also Leute, was sollen wir unternehmen? Ich brauche ein paar gute Vorschläge. Irgendwas, womit ich arbeiten kann. Sie könnten sich doch hier niederlassen. Platz dafür wäre mehr als genug. Sie könnten hier bleiben. Vorübergehend. Aber es würde Sie einiges kosten. Und Sie müssten Ihre Schulden abarbeiten, bevor Sie wieder gehen können. Wohl kaum. Aber könnten wir nicht Ihr Schiff mit einem Graphantrieb ausrüsten, damit Sie ein neues Zuhause finden? Unsere Techniker könnten Ihnen helfen und die Sternenkarte Ihres Captains aktualisieren. Wäre das nicht was? Klingt teuer. Wir können diese Kosten nicht tragen. Vermutlich besitzen Sie nicht mal eine kompatible Währung oder ausreichend Sachwerte. Jemand müsste die Kosten für uns übernehmen. Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Aber Simas Vorschläge sind für mich okay. Sag mir einfach, was du machen willst. Ich denke, ich habe mich entschieden. Sie können also hier leben, wären dann aber Leibeigene. So habe ich das nicht gesagt. Es wäre ein Deal, bei dem Sie Kost und Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten. Natürlich lässt sich nicht sagen, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde Ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für uns einen enormen Kostenaufwand bedeuten. Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten. Was? Wieso muss ich den Graphantrieb kaufen? Nicht mehr existieren? Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? Ich will damit gar nichts sagen. Außer der Tatsache, dass unser Leben ohne dieses Schiff einfacher wäre. Interpretier das, wie du willst. Warum kann sich nicht irgendeine Behörde darum kümmern? Wir operieren außerhalb von Freestar und den UC. Wir wollen nicht, dass sich jemand in unsere Angelegenheiten einmischt. Und wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Wie schon gesagt, das wäre schlecht fürs Geschäft. Wir würden das lieber unabhängig regeln. Und warum können Sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Dieser Planet gehört uns, nicht Ihnen. Bei Paradiso überlassen wir nichts dem Zufall. Wer weiß, was diese Leute mit ihrem Land anstellen werden. Stell dir nur die möglichen landschaftsgestalterischen Katastrophen vor und wie das die Satellitenbilder in unseren Broschüren verschandeln könnte. Nein, wenn Sie hier leben wollen, müssen wir Sie in unsere Kultur einbinden, anstatt alles dem Zufall zu überlassen. Das sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung? Das ist doch absurd. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich deinen Standpunkt, aber ich sehe das anders. Du hast vermutlich recht, diese Leute könnten schlecht fürs Geschäft sein, auf mehr als eine Weise. Ich würde tatsächlich eher das hier sein. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich es. Aber aus menschlicher Sicht eher weniger. Und das ist auch dein gutes Recht. Aber als CEO der Paradiso Group treffe ich die Entscheidungen hier und segne sie ab, nicht du. So sehr ich dein Feedback auch schätze, ist es nicht im Interesse der Paradiso Group, dies in Betracht zu ziehen. Und wieso muss ich dessen gerade an... Weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Kosten dafür zu stemmen. Außerdem haben wir schon angeboten, dass unser Technikerteam Sie bei der Installation unterstützt. Spezialgefertigte Graphantriebe sind nicht billig. Und ich nehme an, dass Sie weder das Geld noch die Verbindungen haben, um an solch eine Technologie zu kommen. Also bleibt bei dieser Verhandlung nur eine weitere Partei. Du. Wir haben alle schon ausgefragt. Ich denke, ich habe mich entschieden. Welches Angebot wirst du Ihrem Captain vorlegen? Es gibt doch einen Captain, oder? Ich
Ich werde sie davon überzeugen, sich hier niederzulassen. Ich kaufe den Grafantrieb und bringe sie dazu, sich woanders wo anzusiedeln. Mal rein theoretisch, wie könnte man so ein Schiff verschwinden? Und wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass ihr Anspruch auf diesen Planeten älter ist? Damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Unser Anspruch geht Jahre zurück. Er wurde aufgrund der Centaurus-Erklärung bei den Colonies und dem Freestar Collective registriert. Wir sind zwar nicht Teil der besiedelten Systeme, aber offizieller geht es nicht. Tut mir leid, aber du wirst ihnen klar machen müssen, dass sie entweder Kompromisse machen oder von hier verschwinden müssen. Ach komm, ich kaufe den Grafantrieb. Ah, gute Entscheidung. Dann schau mal bei Benno St. James. Ach nein, zu Hauptech? Er ist der Beste hier. Wenn jemand einem 200 Jahre alten Schiff einen modernen Grafantrieb verpassen kann, dann er. Wenn du zurück bist, schließen sich unsere Techniker mit seinen kurz. Eventuell musst du aber den Leuten auf der Constant bei den Vorbereitungen helfen. Viel Glück. Ich weiß, das war eine schwere Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, war das die richtige Wahl? Wenn die Alternative die Zerstörung ihres Schiffs und ein Leben in Knechtschaft ist, dürfte das die beste Chance für diese Menschen sein. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Wir sollten uns mal unterhalten. Danke, ich... Wenn du Zeit hast. Okay, Sparrow? Ich muss eine wichtige persönliche Entscheidung treffen. Aber vorher muss ich mit dir reden. Mit mir? Wenn es dir bei deiner Entscheidung hilft, höre ich gerne zu. Alter, eine Freizeitparkpromenade anlegen. Tut mir leid, ich muss mich erst noch um andere Sachen kümmern. Habe ich was falsch gemacht? Alter, halt die Klappe! Puh, danke. Also, wo soll ich anfangen? Bevor ich beim Navigator Corps war, war ich Berufssoldatin bei der Navy der United Colonies. Als der Koloniekrieg ausbrach, war ich Chefnavigatorin auf einem Kriegsschiff, der Dauntless. Chefnavigatorin? Das klingt doch nicht übel. Du hast sicher viele Gefechte erlebt. Ich dachte mir schon bei unserer ersten Begegnung, dass du das Militär im Blut hast. Das ist schon fast Captain, oder? Ich war Nummer 3 in der Befehlskette, was für die Geschichte wichtig ist. Es gab eine besonders blutige Schlacht über einer Welt im Eta-Cassiopeia-System. Gesundheit. Das schlimmste Gefecht, das ich je erlebt hatte. Wir haben an dem Tag 12 Schiffe verloren. Oh. Auch meines. Wenn das zu belastend für dich ist, müssen wir nicht weiterreden. Es muss hunderte von Toten gegeben haben. Ich nehme an, die United Colonies haben die Schlacht gewonnen. Warum im Cassiopeia-System? Wenn das zu belastend für dich ist, müssen wir nicht weiterreden. Nein, es ist wichtig. Ich muss dir das erzählen. Das Schiff war kaum noch intakt. Der Captain und der erste Offizier waren tot. Ich hatte also den Befehl. Ein kluger Captain hätte der Crew befohlen, das Schiff aufzugeben. Aber ich war so wütend. Ich wollte bleiben. Ich musste kämpfen. Ich wäre das Risiko nicht eingegangen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Dein Schiff konnte noch kämpfen, obwohl es so beschädigt war. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, also... Tja, den Luxus der Unentschlossenheit konnte ich mir nicht leisten. Wir kämpften stundenlang. Aber schließlich mussten wir das Schiff aufgeben. Ich schickte die Crew ins Rettungsshuttle. Ich sah zu spät, dass es beschädigt war. Ich hörte sie noch über Funk schreien. Dann wurde die Verbindung getrennt. Und ich musste zusehen, wie sie hilflos auf die Planetenoberfläche zurasten. Ich konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das erlebt hast. Mein Beileid wegen deiner Crew. Die Dauntless war zu kaputt, um deine Crew zu retten. Warum warst du nicht mit ihnen auf dem Schatten? Oh. Tut mir leid, würde ich sagen. Tut dir leid? Wäre die Crew ich nicht auch. So stur gewesen. So versessen darauf, mich zu beweisen. Hätte meine Crew mehr Zeit gehabt zu entkommen. Das klingt nicht, als wäre irgendetwas daran dein Fehler gewesen. Deine Crew wusste von Anfang an, worauf sie sich einlässt. Was haben deine Vorgesetzten zu deiner Entscheidung gesagt? Es war nicht ihr Fehler. Sie hat versucht, das Beste zu machen, was da möglich war. Also, erzähl das mal ihren Hinterbliebenen. Als sich der Staub gelegt hatte, gaben die United Colonies mir eine Medaille. Ist das zu fassen? Ich hatte nie die Gelegenheit, das Wrack zu finden und meine Crew ordentlich zu bestatten. Gib dir nicht die Schuld daran, es war einfach Pech.
Du solltest stolz darauf sein, dass du dir eine Medaille... Nein. Zumindest lebst du noch und kannst die Andenken ehren. Stimmt. Aber das ändert nichts am eigentlichen Problem. Du hast mal gesagt, dass niemand außer mir so auf den Fortbestand des Navigator Corps gedrängt hätte. Tja, in dem Fall hat mein Drängen Leben gekostet. Verstehst du nicht? Alles, was ich tue, alles, was ich anfasse, zerfällt irgendwie. Deswegen habe ich Angst um uns. Keine Sorge, ich bin für dich da, immer. Solange wirst du mich nicht los. Nichts könnte meine Meinung über dich ändern. Angst um uns? Weißt du, wir zwei sind inzwischen mehr als nur Partner. Wir werden richtig gute Freunde. Ich Friendzone. Habe bisher alle Menschen immer vergrault. Aber verdammt. Bei dir fühle ich mich ganz anders. Ich fühle mich sicherer. Ich fühle mich wohl. Ich kann ich selbst sein. Und ich habe Angst, das zu verbocken. Also, so leicht wirst du mich nicht los. Du hast nach dem ganzen Unsinn immer noch nicht den Glauben verloren? Nö. Ich bin dir wirklich wichtig, oder? Flirten. Tja, ich bin dabei. Na, komm, ist flirten. Weißt du, ich habe viel über uns nachgedacht. Über unsere Beziehung. Wir kommen uns immer näher und näher. Ich habe einstudiert, was ich sagen will, wenn der richtige Moment kommt. Und jetzt ist er da und ich habe alles vergessen. Weißt du, du verdienst nur das Beste. Jemanden, der sich dir voll hingeben kann. Aber... ich habe im Moment einfach zu viel Ballast, zu viele Probleme. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich brauche einfach etwas Zeit. Wenn du schon von uns gehört hast, Alter, ihr drei, haltet die Klappe! Das war so ein schöner Moment mit Sarah, ja? Und ihr labert mich voll. So, Ebene wählen, Lobby. Das war so ein schöner Moment und dann quatschen die ein. Aber wir kriegen das mit Sarah hin. Ist schon dunkel? Schon nass? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge helfen wir mal den Kolonisten von der Constant. Und halt die Klappe. So, in der nächsten Folge quatschen wir mit denen. Und helfen denen vielleicht eine vernünftigere. Wunderschön. Kannst du dir einen friedlicheren Ort für ein Resort vorstellen? Boah, keine Ahnung. Ob ich einen friedlicheren Ort kenne? Aber egal, in der nächsten Folge helfen wir denen von der Constant. Und helfen denen vielleicht sogar, also wir kaufen denen einen neuen Grafantrieb. Geben wir jetzt halt Geld aus. Aber... helfen denen vielleicht dann auch einen neuen Planeten zu bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.